Yo, herzlich willkommen zu einem neuen Waffen-Review. Diesmal geht es um die M4A1 Liberty City, die ihr natürlich nur temporär bekommen könnt, und zwar von dem Spin the Wheel in Crossfire, oder wie das auch immer heißt, ja, Spin the Wheel in Crossfire. Da müsst ihr eben halt Voraussetzungen erfüllen und dann bekommt ihr da Tokens. Auf jeden Fall, dieses Event sozusagen geht vom 14. bis zum 28. November. Natürlich könnt ihr auch andere Preise gewinnen, aber kommen wir zurück zur M4A1 Liberty City. Die bekommt ihr nur einen Tag und naja, man kann auch andere Waffen gewinnen. Ich habe bisher nur die M4A1 Liberty City daraus aus diesem Spin the Wheel bekommen. Natürlich könnt ihr auch 1000 ZP oder sonst wie viel davon bekommen, aber naja, bleiben wir beim Review. Die M4A1 Liberty City, naja, als ich mit der gespielt habe, also eigentlich spiele ich jetzt mit der Iron Beast, mit der M4 Iron Beast, habe ich so gedacht, boah, was ist das für eine M4, die ist ja richtig gechillt, weil die so langsam ist. Aber naja, das war nur ungewöhnlich. Zu den Stats kann man nicht viel sagen, weil diese weichen nicht ab von anderen Waffen oder sowas. Auf jeden Fall, ich kann euch sagen, auf den Kopf macht sie auf jeglichen Distanzen 100 Damage, auf den Oberkörper macht ihr ungefähr an die 35 bis 37 Damage, auf den Fuß, also auf die Füße, macht ihr an die 19 bis 21 Damage. Ganz regulär, wie jeder M4 das macht. Sie ist geschalldämpft, also in für Ghost Mode eignet sie sich wirklich sehr. Nur eben halt das Reloaden, das regt mich auf, dass es so langsam ist, weil ich jetzt schon an der Iron Beast dran gewohnt bin. Aber egal. Ja, Reload Time beträgt 2,4 Sekunden. Sie hat 35 zu 105 Bullets und sie ist in 3,4 Sekunden leer geschossen. Mehr kann man zu denen nicht sagen, also die gab es irgendwie in einem, also zu einem Ereignis damals, und da konnte man sie für Coupons jeweils für 30 Tage oder 90 Tage kaufen. Und manche High-Rank-Accounts, die sich damals richtig reingesteigert haben, haben die sogar noch, also länger als nur für einen Tag oder zwei oder drei. Oder naja, auf jeden Fall, die haben die richtig lange geholt, die M4A1 Liberty. Und sie ist auch wirklich genau, also es macht wirklich Spaß mit der zu spielen. Sie ist ein Duplikat sozusagen, also auf der M4A1 Liberty City ist die amerikanische Flagge. Und natürlich Sterne und alles so schön ringsrum gemacht. Kurz und knapp, es ist eine schöne Waffe. Ihr solltet auf jeden Fall dieses Spin the Wheel machen, denn es lohnt sich wirklich. Ich meine, ihr müsst nicht mal was ausgeben und bekommt dadurch Waffen. Und wie geil ist das denn? Könnt ihr einfach kaputt machen und dann könnt ihr durch den GP, den ihr euch kaputt gespielt habt, naja, eben halt, wenn ihr diese Waffe kaputt gespielt habt, dann bekommt ihr ja GP, könnt ihr drehen und einfach eine tolle Sache von Zelda Games. Also machen die jedes Jahr und das ist auch wirklich cool gemacht. Einfach auf die Website gehen, einfach mal unten in die Beschreibung da klicken und spin the wheel. Viel Glück, viel Spaß. Das war's von mir. Schaut bei meinem Partnerkanal vorbei. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und ja, auf Wiedersehen. It's Tea Time.